Heute werden wir es testen, dass ihr mit euren Mondraver über die Straßen fährt. Haben wir verstanden, Boss. Okay, wir simulieren heute eine Mondfahrt. Verstanden. Wow, was ist das denn da? Eine riesige Rakete? Und wer zum Teufel ist das da? Was fahren die da? Endstation für dich. Hier kommst du nicht weiter. Hä? Warten Sie mal. Was meinen Sie? Oh mein Gott. Was ist das hier? Das ist unser neues Projekt, der Wissenschaftler. Wir probieren, die ersten Menschen auf den Mars zu schicken. Wow. Und das alles von Brookhaven? Oh mein Gott. Leute, was geht denn hier ab? Das Ganze in Brookhaven? Oh mein Gott. Würdet ihr gerne mal wissen, wie die Rakete von innen aussieht? Also ich auf jeden Fall. Und da drüben, schaut mal, das sind die Astronauten. Mr. Space, wir hätten unsere erste Mission erfüllt. Ich sehe schon, okay. Es funktioniert auf jeden Fall sehr gut, wie gedacht. Wir haben jetzt auf jeden Fall die Rakete auch auf die letzten Funktionsproben getan und nun sind wir bald bereit, um zu starten. Es geht bald wirklich in die Lüfte. Ich hätte es nie gedacht. Ein Traum für uns Astronauten geht in Erfüllung. Am besten einfach mir bitte mal folgen. Und alle gehen dort oben rein. Und ich darf wirklich nicht da rein? Kein Zutritt für normale Leute. Aber ich bin doch auch irgendwas so wie ein Astronaut. Oh mein Gott, Leute, okay. Ich habe gehört, dass die Rakete heute starten will. Und was sagt ihr dazu? Ich will irgendwie da auch rein. Okay, Freunde, ich habe einen besseren Plan. Was ist, wenn wir uns auch als Astronaut verkleiden und dann versuchen, dort reinzukommen? Okay, Leute, wir gehen jetzt schnell in den Klamottenladen und dann werden wir wiederkommen. Okay, Leute, ich hätte nicht gedacht, dass dieser Anzug wirklich so schwer ist. Aber jetzt können wir so tun, als würden wir wirklich dazugehören. Hey, Leute, hey, Wachen, ich bin zu spät gekommen. Hey, stehen geblieben. Ja, was ist denn? Sie sehen aus wie ein Astronaut. Sie wissen schon, dass in den nächsten 5 Minuten der Flug beginnt. Sie sollten sich beeilen. Deswegen bin ich ja schon unterwegs. Sie halten mich aber gerade auf. Das tut mir natürlich leid. Ja, Sie können... ich wünsche Ihnen, Sie haben einen schönen Flug. Oh mein Gott. Alter, es funktioniert tatsächlich, Leute. Ich kann jetzt wirklich in diese riesige Rakete dort einsteigen. Okay. Wir gehen mal nach oben und... Oh mein Gott, Freunde. Okay. Ich steig mal nach oben und... Oh, da ist der Professor. Wer sind Sie? Ich bin der dritte Astronaut. Sie wissen doch, Sie haben mich bestellt. Davon steht hier nichts auf meiner Karte. Doch. Ihr Chef hat gesagt, ich soll mit als Probeastronaut. Ich soll herausfinden, ich habe eine bestimmte Mission. Aber das darf keiner wissen. Ich soll nämlich die anderen Astronauten belauschen. Okay. Dann kommen Sie mal durch. Oh, ja. Schnell. Leute, es funktioniert tatsächlich. Ich bin hier wirklich in der Rakete drinne. Und jetzt schnell verstecken. Keiner darf mich sehen. Ich werde mich hier irgendwo ganz unten verstecken, wo mich auf jeden Fall so schnell hier keiner finden wird. So, ich werde mich hier unten verstecken. Hier wird mich erstmal keiner finden, Freunde. Hier bin ich auf jeden Fall erstmal sicher. Der Countdown startet. Wir werden in den nächsten 20 Sekunden starten. Wir aktivieren alles für den Start. 3, 2, 1, Start! Oh ja! Wow, Leute! Wir starten tatsächlich und schaut euch das mal an. Dort unten, alles brennt. Wow, das Feuer. Oh Gott, Alter, Leute. Was geht denn hier ab? Wir fliegen gerade wirklich zum Mars. Und ich bin ein normaler Passagier hier drin. Oh mein Gott, was passiert hier? Tatsächlich sind wir jetzt in der Umlaufbahn und ich kann den Mars schon in greifbarer Nähe sehen. Volle Kraft voraus, da vorne ist er schon. Aber unser Treibstoff, er geht sehr, sehr schnell runter. Wir sind nur noch bei 65%. Der Treibstoff muss reichen. Es funktioniert nicht anders. Wow, Leute, wir sind wirklich in der Schwerelosigkeit. Alter, wie cool. Oh mein Gott, okay. Hier sind wir noch mega cool. Ich bin echt überrascht, dass ich wirklich mit ins Weltall geflogen bin. Und keiner weiß davon. Und jetzt landen wir tatsächlich auf den Mars. Das hätte ich niemals gedacht, Freunde. Bereit machen zur Landung. 3, 2,
1, Landung! Au, das war eine harte Landung! Wow, Alter, war das eine harte Landung? Okay, wir sind wirklich auf dem Mars gelandet? Alter, Leute, was geht denn hier ab? Oh mein Gott, wir sind jetzt einfach im Weltall! Warte mal, wer klopft da? Wer klopft da von außen nach drinne? Okay, hallo? Lass mich bitte rein! Leute, wer ist das? Ich bin's doch nur! Warte mal, hä? Was bist du? Ein Alien? Ich wurde geschickt, um meinen Planeten zu beschützen! Oh, Leute, das ist ein Alien, aber... Hey, bist du lieb oder bist du böse? Keine Sorge, ich werde euch nichts antun. Oh mein Gott, ein liebes Alien! Komm, ey, wie cool ist das denn? Das müssen wir mit nach Hause nehmen. Du musst mit auf die Welt kommen, das ist mega cool. Die Erde, ja, die Erde ist schön. Ich will zur Erde. Hey Leute, was sagt ihr dazu? Sollen wir so ein Marsmännchen mitnehmen? Ah, komm mal mit, Alien. Wir müssen uns auch mal ein bisschen umgucken hier. Schaut euch das mal an. Das ist also die Rakete. Hier gibt es übrigens lecker Essen. Also wenn du irgendwas zu essen willst, dann werde ich dich fressen. Mach mir keine Angst. Okay, was haben wir jetzt noch hier oben? Oh Gott, schaut euch das mal an. Hier haben wir... Ah, so Medizin oder so ein Schlafsack. Also hier kann man sich dann so reinlegen und haha, hier schläft man im Stehen. Wie cool. Und da oben geht es zu, oh Gott, das sind die Astronauten. Und hier haben wir auch nochmal Dusche, Badezimmer, also mega, mega viele coole Sachen. Und Alien, wie wäre es, wenn du wirklich bei uns bleibst? Alien mit auf Erde. Ja, Alien mit, kommt mit. Oh mein Gott, wir nehmen das Alien einfach mit auf Erde. Ich meine, das muss ja keiner wissen, dass wir einfach ein Alien mit hier drin haben. In den nächsten 28 Sekunden treffen wir wieder in die Erde auf. Aber ich muss nochmal schnell auf Toilette. Oh Gott, das wird wirklich knapp, ey. Oh mein Gott, warte mal, die kommt. Geh nach unten, los, Alien. Wir müssen uns verstecken. Und jetzt noch schnell auf Toilette. Oh mein Gott, warte mal, die haben uns nicht erkannt. Och, bloß gut, dass sie uns nicht gesehen haben. Und ich und das Alien, wir haben uns jetzt hier unten versteckt. Da ist das Alien. Und wir werden natürlich hier bleiben. Und wir werden auch gleich wieder landen, Freunde. Landung! Herzlich willkommen zurück auf der Erde. Wow, und Alien, wir sind zurück auf der Welt. Komm mal mit. Wir sind jetzt wieder zurück in der Brookhaven-Stadt und ich kann es kaum erwarten, dich wirklich den anderen zu zeigen. Du mich nicht zeigen darfst. Ach komm, papalapap. So. Oh, da. Hey, Hallöchen. Oh, Hallöchen, der Praktik. Sie wollten doch wieder aussteigen. Was sind Sie denn jetzt mitgeflogen? Ja, das war aus Versehen. Alien, komm, lauf hinter mir. Los, krieche. Bibi, buba, bada, bada, da. Warte mal, ist das ein Alien gewesen? Nein, tschüss. Schnell weg hier. Hey! Schnell weg hier, Alien. Oh mein Gott, bin weg hier, Leute. Hey, was ist das denn da? Ein Alien! Los, komm! Wir steigen in den Mars Ranger ein und hauen jetzt ab hier! Hey, stehen geblieben! Wow, die haben sogar uns hinterher geschossen! Und wir haben jetzt wirklich ein Alien auf die Welt gebracht! Hier ist ein Alien mit in ganz Brookhaven! Was geht denn jetzt hier ab? Alien, komm, steig sofort mit aus! Ich habe jetzt einfach ein Alien mit in Brookhaven gebracht, Freunde! Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr das? Also, ich muss sagen, ein Alien... Hey, warte mal, Alien! Nein. Oh mein Gott, du kannst doch aber jetzt nicht das machen, was du willst hier. Du Alien? Bibi-Bubab, zerstören. Nein, zerstören darfst du erstmal gar nichts. Oh mein Gott, einfach ein Alien mit in Brookhaven. Was sagt ihr dazu, Leute? Das finde ich ja mal mega krass. Hättet ihr das gedacht, dass wir einfach in Brookhaven ein Alien entführen können? Wenn ja, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und wenn nein, lasst auch einen Daumen nach oben da. Mich würde es sehr, sehr doll freuen, wenn ihr jetzt noch, wie gesagt, alle einen Daumen nach oben da lasst. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren, um keine neuen coolen Videos mehr wie dieses hier zu verpassen. Und dann sehen wir uns morgen beim neuen coolen Video. Bis dahin. Tschüss.